Eigentliches Kriegsziel der USA ist ein Regime-Change in Moskau. Bereits vor einiger Zeit habe ich diese kühne These in den Raum geworfen. Jetzt scheint es zum offenen Konflikt zwischen den Wagner-Söldnern der russischen Armee und Putin gekommen zu sein. Dass es tatsächlich zu einem richtigen Putsch, noch dazu zu einem erfolgreichen wird, sei aber mal dahingestellt. Dennoch zeigen sich hier ganz deutlich Risse im russischen Machtapparat. Damit schwindet der Rückhalt in der Bevölkerung. Allerdings sollte man sich hier auch nicht allzu sehr täuschen lassen. Prinzipiell ist der Rückhalt in der Bevölkerung weiterhin groß. Aber während die Sanktionspolitik und deren wirtschaftliche Auswirkungen noch eher lächelnd weggesteckt wurden, kommen jetzt auch militärische Misserfolge und zudem eine offensichtlich chaotische Situation in Militär und Regierung hinzu. Besonders erschwerend, Söldnerchef Prigozhin hat auch den Kriegsgrund in Zweifel gezogen. Er sprach wörtlich von einem Lügengerüst. Der Söldnerchef, also nicht irgendein abtrünniger Dissident oder Kollaborateur des Westens, sondern ein sozusagen Held im Kampf, hat den Müttern und Vätern der getöteten Soldaten erzählt, dass ihre Söhne für eine Lüge gestorben sind. Das hinterlässt klaffende seelische Wunden. Putin muss misstrauisch werden. Eigentlich kann er mit Söldnerchef Prigozhin nicht mehr verhandeln und müsste es eigentlich doch. Verhandeln hieße nämlich, andere zu ermutigen, die Machtfrage ebenfalls zu stellen. Daher muss er ein hartes Exempel statuieren. Doch damit verliert er die Loyalität der ganzen Gruppe, und zwar eine der kampfstärksten Truppen auf dem Schlachtfeld überhaupt. Das ist eine immense Schwächung der gesamten russischen militärischen Schlagkraft. Dass ein Machtwechsel in Moskau auch der Ukraine zugutekommt, ist fraglos. Trotzdem, eigentliches Kriegsziel für die Ukraine ist lediglich die Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität. Letztlich haben wir hier eine ähnliche Lage wie im Afghanistan-Krieg. Gemeint ist allerdings der Afghanistan-Krieg zwischen 1979 und 1989. Damals unterstützten die Amerikaner die aufständischen Islamisten, die gegen die dortigen sowjetischen Truppen kämpften. Der 10-jährige Krieg mit zahlreichen Toten und entsprechendem Ressourcenaufwand trug maßgeblich zum Zerfall der Sowjetunion bei. Damals wurde die Waffenbrüderschaft zwischen Amerikanern und Mudschahedin groß beschworen. Faktisch war den Amerikanern die Ideologie der Mudschahedin zumindest zu diesem Zeitpunkt noch komplett egal. Den Mudschahedin war es im Gegenzug egal, woher die Waffen kamen und welche geostrategischen Überlegungen hinter den Lieferungen steckten. Ebenso durften den Ukrainern die geostrategischen Überlegungen der Amerikaner egal sein. Einige Eliten natürlich ausgenommen. Die Ukrainer wollen einfach ihr Land zurück. Damit steht die Ukraine für die Idee eines Europas der Vaterländer.